Willkommen zurück. Geht weiter bei Spellforce 3. Diesmal stehen wir jetzt vor dem eigentlichen Ziel. Und gehen da jetzt mal fröhlich rein. Und sagen Hallo. Wird schon schief gehen. Ich bin der Neue. Ich bin hier, um euch zu vernichten. Guter Plan. Da, Dorfbewohner. Da lang? Ja, warte. Ich brauche mal eine Heilung. Wie ist der Plan? Der Plan ist, dass wir die Medusen killen, dieses Ding hier killen, damit die hier nicht nochmal nachspawnen. Weil ich nämlich davon ausgehe, dass die nämlich da nämlich immer nachspawnen dran. Diese gemeinen Dinger. Überlass das mir. Na dann. So, keine Medusen mehr zum Nachspawnen. Die Wegfindung ist echt nicht cool. Manchmal. So, ich guck doch mal kurz hier weiter. Seid ihr euch sicher? Ja, da kommen nämlich nochmal welche. Oh, ihr meint es klingt gut. Okay, hier glaube ich geht's langsam zu der Festung, ne? Hm. Seid ihr euch sicher? Kinderspiel. Saras Jodule, wer seid ihr? Eure Yaras hat uns geschickt. Geht es euch gut? Könnt ihr gehen? Ja, ich denke schon. Sind wir, ich meine, dürfen wir... Frei? Ja. Ihr solltet zurück zum Dorf. Eure Yaras erwartet euch. Zum Dorf? Das meint ihr doch nicht ernst, oder? Nach allem, was uns dieser verdammte Sonderling angetan hat. Was willst du tun? Kämpfen? Gegen diese Biester? Ich weiß nicht, wie es um dich bestellt ist, aber ich habe eine Familie, um die ich mich sorgen muss. Dann geh. Ich werde mich den Außenweltlern anschließen. Ihr braucht sicher mehr Schwerter für euren Kampf. Schaden kann es nicht. Dann habt ihr meines. Und meines. Ich will dabei sein, wenn dieses verfluchte Balg Gerechtigkeit erfährt. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr da tut. Schar ist gefährlich. Geh einfach. Okay, die gehen jetzt, die bleiben hier. Ist ja deren Entscheidung, ist ja völlig egal. Ah ne, die gehen einfach weg. Die folgen uns, okay. Na schön. Wollen wir einen anderen Weg zurückgehen? Ich glaube ja, ne? Ich meine, ihr habt sowieso keine Entscheidungsmöglichkeit. Ich mach's einfach. Aber. Sicher doch. Sicher. Können wir nochmal ein bisschen was erkunden? Ich mache mal hier kurze 5, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier gleich irgendwie auf die Basis von denen treffen. Da. Das muss die Ruine sein, die in der Schar die Probe der Brüder abhalten möchte. Dann seht euch das an. Es ist gigantisch. Und er lässt die verschleppten Dorfbewohner sie wieder aufbauen? Das ist... interessant. Überlass das mir. Für die Feuerzähmer! Ich kann hier sowieso noch nichts machen, solange ich glaube ich nicht, Gehen wir es an. Na, solange ich nicht die Quest weitergemacht habe. Schade. Hier ist dann eine Blockade. Oh, lol. Sie werden fallen. Ich kann da rein, einfach schießen.
Bringt vielleicht nicht unbedingt viel, aber ich kann da reinschießen. Die merken mich. Okay, cool. Ja, aber bringt jetzt erstmal nichts. Gehen wir mal einen anderen Weg zurück. Oder beziehungsweise, eventuell ist das auch ein Weg ins Verderben. Ist wirklich ein Weg ins Verderben. Hallo Dorfbewohner, was macht ihr denn da? Ist einfach ein fucking Bär und die denken sich so geil, mit unseren Fäusten kämpfen wir jetzt gegen die Bären, gegen den Bären. Warum? Das. Angriff! Naja, gut. Immerhin kämpfen sie nicht gegen die Medusen, also da sind die dann doch ein bisschen wählerisch. Na dann. Interessant. So, wenn das wirklich so ist, dass die an diesen Punkten spawnen, dann haben wir schon mal hier wieder einen weiteren Spawning Point zerstört. Ja. Alles klar. Kann man hier lang? Tatsächlich kann man hier lang. Ah, okay, hier geht's nicht weiter. Ja, dann. Da ist noch was zum Looten. Dann sind wir hier alle auch durch, weil boah, hier gibt's halt nichts mehr, ne? Okay, dann den ganzen Weg zurück. Wobei, vielleicht können wir hier abkürzen. Sicher. Verstanden. Wie ist denn hier hoch? Hoch hinaus. Erkunden wir die Umgebung. Währenddessen wir Dorfbewohner dabei haben, die nicht sterben dürfen. Jämmerlich. Ah, die Medusa greifen sie wieder an, ne? Müssen wir uns leider auf die fokussieren, weil die Dorfbewohner die ganze Zeit im Bedrängnis sind. Okay, wir sind glaube ich alle gerade gestunt von der Medusa. Ich kann die Dorfbewohner nicht heilen. Komm, ach, gut. Es hat doch geklappt. Die sind noch alle im Leben. Ist nur halt ein bisschen unsafe gewesen, aber hey, no risk, no fun. Ich muss schon sagen, diese Landschaft erinnert mich ein bisschen an Bargagor. Nicht an diese Wildnis, in der wir uns getroffen haben, aber an die Randgebiete. Ist das so? Oh, ich. Achso, da. Okay, das war schon das Gespräch. Ja, wir haben jetzt noch ein paar rote Punkte hier. Wir haben aber die Sicht hier gerade, die Ultra-Weitsicht. Und, ach komm, wir hätten das mit denen auch aufgenommen hier, mit den Viechern oder so. So ist es doch nicht, aber wir kommen ja leider nicht rein. Ist halt leider zu. Aber woher sollen die denn bitte auch kommen? Die haben kein Spawngebäude mehr hier drin. Woher sie spawnen könnten. Interessant.
Sieht zumindest so danach aus. Ja, wir haben zumindest die Ultraweitsicht und sehen jetzt hier oben ein paar Gegner. Da noch ein Wolfpack. Und ansonsten haben wir eigentlich alles so gut wie möglich gesehen. Gut, wir haben noch ein paar Sachen, wo wir looten können, aber das ist jetzt auch nicht so ultra hart. Extrem mega super hart. Ich wiederhole mich mit meinen Wörtern wichtig. Dementsprechend. Kommen wir hier lang? Oh ja, hier ist noch Loot. Also wir können da lang. Scheinbar. Da ist noch Loot. Haben wir vergessen. Dann looten wir das auch nochmal, dann gehen wir zurück. Wir haben ja jetzt die Sicht der kompletten Insel scheinbar. Und dann brauchen wir uns hier auch nicht. Brauchen wir auch nicht mehr hier so viel zu entdecken. Also dann haben wir hier alles jetzt im Blick. Das ist doch schön. Und da ist geludet noch ein geiles Zeug. Das aktiviere ich auch irgendwie nie, ne? Okay, jetzt hat auch schon jemand. Ja, okay, cool. Jetzt haben wir alle so Special-Dinger. Solche Schadensart Eis. 10%. Plus 10 Fokus plus 50 LP. Machen wir das? Ja. Gucken wir mal. Wir hätten noch kein Amulett. Das ist auch dieses Nekromanten-Ding. Ey, krass. Du hast auch gar keine Alumunetten, genau. Du das mal. Was ist das? Waffe einhändig? Ja, ist einhändig. Ah, so. Gefällt das doch schon. Gut. Dann gehen wir mal. Wie sieht's aus? Kann man hier irgendwie abkürzen zum Dorf? Ja, kann man. Okay. Sarah führt mich. Ah, okay. Hier oben hat man dann die Vision und dann geht die da weg. Aber wir haben zumindest einmal die Map gesehen und wissen, wie sie so etwa aussieht. Na schön. Dass wir auch scheinbar keine Medusen-Spawnplätze mehr irgendwie haben. Und somit eigentlich relativ safe sind. Weise Wahl. Da lang? In Ordnung. Hm. Sicher. Da ein Teleporter. Oh, geil. Nehmen wir. Alles klar. Sicher doch. Toll, dass wir hier die ganze Zeit Menschensachen bekommen und wir haben die Orks aber mitgenommen als Verstärkung. Ist super clever. Verstanden. Was ist mit euch los? Wieso geht ihr nicht hier lang? Ich sage, dahin. Was ist denn das Problem mit euch? Man kann doch hier durch. Mann, Leute!
Interessant. Tondai, Außenweltler. Was braucht ihr? Ich muss weiter. Nee, ich habe ja die Leute gefunden. Ich habe eure Leute gefunden und gerettet. Ja, ich weiß. Und ich danke euch dafür. Ihr habt keine Vorstellung, wie viel mir das bedeutet. Der Gedanke daran, dass mein Sohn all das verursacht hat. Es fällt mir immer noch schwer, das zu glauben. Doch es ist, wie es ist. Und zumindest sind wir jetzt wieder in der Lage, unser Dorf zu verteidigen. Ihr solltet jetzt gehen und mit unserem Schamanen sprechen. Er wird euch behilflich sein können. Sowohl bei eurer Rückreise zum Festland, als auch mit Char. Ich werde hier sein, falls ihr noch etwas benötigen solltet. Okay, dann machen wir das. Ich muss weiter. Habt Dank für eure Zeit. Dann reden wir mit den Schamanen, ne? Wo ist denn der? Ach, das ist da. Okay. Klingt gut. Wozu haben wir jetzt die Sachen hier gesammelt? Für nichts? Natürlich werden wir hier noch wahrscheinlich bauen, ne? Also. Ne? Da denke ich fest dran. Seid ihr der Schamane des Dorfes? Die Yaras hat mich geschickt. Ah ja, der bin ich. Tondai, Freund. Sie hat mir erzählt, dass ihr kommen würdet. Ihr sucht nach einem Weg zurück zum verlassenen Land, richtig? Zurück nach Nortanda, ja. Gut. Eines vorweg. Ich bin euch meinen Dank schuldig. Was ihr getan habt, unsere Leute vor diesen Biestern zu retten. Danke. Hätten die Sterne euch nicht geschickt, wären sie jetzt vielleicht schon tot. Gern geschehen. Aber wie kommen wir nun zurück zum Festland? Ja, natürlich. Lasst es mich kurz machen. Das Portal kann reaktiviert werden. Nicht das, durch das ihr gekommen seid, aber ein anderes. Allerdings wird das nicht einfach. Erklärt das. Nun, zuallererst mal ist Chars Schlangenbrut noch auf der ganzen Insel verteilt. Vermutlich auch in der Nähe des alten Portals. Wir müssen sie zunächst vertreiben, was aber wahrscheinlich einen Gegenangriff auf das Dorf provozieren wird. Für die Rekonstruktion des Portals selbst brauchen wir eine Menge Holz und Steine. Und es zu reaktivieren erfordert Energie. Zu guter Letzt brauchen wir einen Portalstein. Wie den hier? Mit ihm sind wir hier überhaupt erst hergekommen. Zeigt. Ja, Tatsache. Aber ihr habt seine gesamte Energie aufgebraucht, also ist er nutzlos. Wir benötigen einen neuen. Errichtet eure Basis, natürlich. Hätte ich was anderes auch gar nicht erwartet. Ja, das Problem ist jetzt aber nur, dass wir jetzt zwar zurückkommen können, also dass wir jetzt den Weg zurück wollen, aber was ist mit dem fucking Nexusstein? Wir wollen doch den Nexusstein. Also wieso wollen wir jetzt schon zurück, wenn wir noch nicht mal den Nexusstein haben? Den brauchen wir doch. Was soll denn das? Hier läuft doch irgendwas komplett falsch. Ich hab doch was vergessen. Wie können wir das Portal reparieren? Dafür bin ich hier. Ich habe bereits mit der heiligen Jaras gesprochen und wir werden euch eine Handvoll fähiger Männer zur Verfügung stellen, die die notwendigen Materialien sammeln können. Wenn sie das getan haben, schickt sie zum Portal und ich werde ihnen die Anweisungen geben. Okay, wie auch immer das funktionieren wird, erst müssen wir ja sowieso die Basis errichten. Und wie können wir das Portal reaktivieren? Mit dem Kanalisierungsaltar. Kanalisierungs-was? Altar. Kurz gesagt, er transformiert Energie, wandelt sie um. Das Ganze einem Laien zu erklären ist schwer, aber unser Stamm nutzt ihn seit Generationen. Und neben dem Ritual, mit dem Char die Schlangenbrut beschworen hat, ist es unsere einzige Verteidigung. Der Altar ist es, mit dem wir die Barriere um das Dorf aufrechterhalten. Sobald wir aufhören, ihn mit genügend Ressourcen zu versorgen, Holz, Stein, Metall, was auch immer, verschwindet unser Schutz, weshalb wir sicherstellen müssen, dass das nicht passiert. Das klingt fast nach Forma-Technologie. Den Schriften nach haben sie die Hälfte des Metalls, das sie gefördert haben, verwendet, um ihre Waffen mit Energie zu versorgen. Ich vermute, dass ihr mit Forma die Xalontep meint. Ja, die Hyberner haben viel von dem verwendet, was sie der Welt hinterlassen haben. Okay. Verstehe. Wo könnten wir einen neuen Portalstein finden? Tja, das ist der komplizierteste Teil an all dem.
Auch wenn es theoretisch möglich ist, bezweifle ich, dass ihr einen vollständigen Stein finden werdet. Wenn ihr mir aber genug hybernische Kristallscherben bringt, könnte ich sie verbinden. Kristallscherben? Ja, das ist das Rohmaterial, aus denen Runen hergestellt werden. Mit etwas Glück finden wir in den Ruinen auf der Insel noch welche. Aber ich kann für nichts garantieren. Mehr Schatzsucherei. Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Aber wir haben noch welche gefunden. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Das heißt, wir müssen da noch ein paar mehr finden, dann easy. Aber ich habe die ganzen Quests hier gar nicht. Das ist total verwirrend. Gut, dann legen wir am besten gleich los. Tut das. Viel Glück. Ich werde hier sein und das Laderitual vorbereiten. Also, wir sollen einmal, findet die hybernischen Kristallscherben, ein von zwei. Wir haben, wieso haben wir nur eine? Ich dachte, wir haben zwei. Okay. Naja, gut. Ist es auch nicht so wild. Und unsere Basis errichten. Das heißt, ich denke mal, wir machen erstmal das hier, weil ich glaube, dass sobald wir anfangen, hier unsere Basis zu errichten, dann geht, wie gesagt, der Baumodus los und dann werden Einheiten losgeschickt von den Gegnern. Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal das. Dann passiert sowas nicht. Und... Seid ihr euch sicher? Dann können wir, wie gesagt, in Ruhe erstmal die eine Quest lösen. Ja, wie kommen wir denn da hin? Oh Gott. Wir müssen da irgendwie oben rauf, aber dazu müssen wir wahrscheinlich... Ja, wir müssen da hin. Okay. Bis jetzt sieht es gut aus, dass es noch nicht angegriffen wird. Kann sich noch alles ändern, aber ich gehe wirklich davon aus, wenn wir den Baumodus aktivieren. Das machen wir noch nicht jetzt. Sicher doch. Ah, schauen wir uns das mal an. Aha, da haben wir noch einen. Und jetzt haben wir den 2 von 2, oder was? Übergib die Scherben den Schamanen. Okay, gut, das machen wir. Der Easy hier ist schon mal im Dorf wieder. Können wir ja mal... Ich hätte hier rausgehen können, ne? Gut. Also eigentlich, naja. Ey Leute, also ihr habt mit der Wegfindung echt Probleme, ne? Sobald da irgendwie eine Barriere dazwischen ist, denkt ihr, ihr müsst irgendwo ganz komisch gehen, ne? Da lang? Na schön, verstanden. Mhm. Zarach führt mich. Endlich.
Tondai. Und? Habt ihr schon Erfolg? Ich denke schon. Sind das die Scherben? Lasst mich mal sehen. Saras Jodule. Ja, das sind sie. Das ist gut. Da hattet ihr wirklich Glück. Wisst ihr was? Ohne diese Kristalle hätte es keine Möglichkeit gegeben, das Portal wieder zu öffnen. Wir haben das Portal immer noch nicht repariert. Es ist viel komplizierter, als ich dachte. Aber ich brauche ohnehin noch ein wenig, um aus den Scherben einen funktionierenden Portalstein zu fertigen. Also haben wir noch Zeit. Unterhalten wir uns, wenn die Reparaturen abgeschlossen sind. Okay, richtet eure Basis. So, die Quest haben wir fertig. Jetzt heißt, wir müssen jetzt die Basis errichten. Es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen jetzt den Baumodus aktivieren. Machen wir in der nächsten Folge. Und dann, gucken wir mal, wie wir überhaupt... Also, ich meine, ja, zurückzukommen ist eine Sache. Die andere Sache ist, wie gesagt, wie wir an den Nexus-Stein kommen, weil da den dürfen wir ja nicht vergessen, ne? Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.